So, hallo von der Meerschweinchenfarm. Ich werde euch heute am Laufenden halten, wie es uns die Meerschweinchen und uns geht mit der Sabine. Schweindis, wie geht's uns mit der Sabine? Wo seid ihr? Ja, wo seid ihr denn? Komm mal. Bei uns, wir haben ein super Schneeflöckchen. Ja, kommt mal schnell her, da lasst euch einmal anschauen. Komm mal. Ja. Was seid ihr für eine Augenweide, ich schwöre euch das. Waldi, jetzt kommen wir nachher dann nur zum Ausmisten, gell, das ist auch, also, ich habe immer meine zwei Blöcke in der Woche, wo ich jetzt praktisch den ganzen heroberen Bereich ausmisst. Gell, da hilft uns auch die Sabine nicht, da müssen wir es trotzdem. So, jetzt lasse ich euch und rede euch nicht mehr an, weil sonst schnappt euch ein da auch noch. Geht's wieder ins Häuschen, ich komme nachher dann, schnell, Nussi. Hab eine mit dir, geh ihm. Die sind so lieb. Felix, hä? Ja, wie gesagt, heute ist dieser ganze Bereich zum Ausmisten dran. Da hilft uns die Sabine auch nicht. Gut, Dagi. Aber das Supernäs ist jetzt alles sich schon so gut überdacht. Gut, da seid ihr gut geschützt, ja. Da seid ihr gut geschützt. Emmy. Demi ist eine treue Hüterin von der blauen Hütte, das ist perfekt. Sie versammeln sich immer da in dieser Hütte, in dem Hotel, aber Gott sei Dank. Gar ein paar Vorreiter brauchen wir. Dagi, wo bist denn? Gino haben wir gestern die Zähne wieder geschnitten. Gar, das machen wir jetzt inzwischen auch schon super gut, wie es war. So, da. Naja, ich komme erst nachher dann. Gar? So, und dann schauen wir noch zu meinem letzten Aufbauplatz. Da, wo noch gar nichts irgendwie in wunderschön passiert ist. Schweindis, wo seid ihr? Da seid ihr, seid Zeit zum Ausmisten dran, gell? Hallo Muffin. Da kommen wir dann am Nachmittag. Muffin. Ja, die Meerschweinchenfarm, wem es interessiert, ist ja wieder im Fernsehen. Und zwar am Samstag, am 15. Februar, um 17 Uhr auf Servus TV. Ich werde das Video dann auch wieder schauen, dass ich es online stelle. Also den Bericht. Corbella. Und lustigerweise, das ist ja so die größte Freiheit. Voriges Jahr habe ich den 15. Ma, Eicherreifen ist aber gefallen. Den machen wir heute auch noch. Den 15. Februar festgelegt als nur mal so ein Geburtstagsschlag für die Meerschweinchenfarm, da habe ich dieses Datum festgelegt. Und das Geniale ist, dass genau am 15. jetzt ausgestrahlt wird. Gell Felix, da freuen wir uns natürlich total. Und sagen wir Tschüss von der Meerschweinchenfarm. Tschüss!